Okay. Okay, der Freak geht nach draußen. Schulvorführung. Und wir sind der böse Wolf. Und deswegen hat der Junge wahrscheinlich auch gefragt, why had the wolf to die? Weil er der Wolf schon immer war. Und hier... Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf. The fiercest creature who was ever seen. Okay, Victor. Please, calm down. Mommy? Talk to him, Victor. I know there is still hope. Es tut mir leid, es ist einfach großartig. Es ist fucking tausendmal besser als Outlast 2. You're not my son! Du kannst in jedem Spiel in die Kirche reingehen, fühlst dich safe. Und hier wirst du rausgeschmissen. You're not my son! Alter, wie allein kann man sich fühlen? No, not like this. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. You're embarrassing me. We're in for another show. Er wollte Fahrrad fahren lernen und alle Nachbarn haben gelacht und der Vater hat ihn ja zum Spott preisgegeben. Und der kleine Victor wollte nur Fahrrad fahren lernen. Look at him! Just give up already! Oh, it's just fucking sad. No! Schon echt leid tun. Look at him. Ja, als wir ein Baby waren, waren wir der süßeste Fratz und dann waren wir das groteske Monster. Please, you need to... Und wurden nur noch zu schrecklich. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature. Congratulations. We're past the first phase of the treatment and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. Little did he know. Und nach der Kindheit dann noch so ausgenutzt und so missbraucht und geschändet zu werden. Wahrscheinlich wollte er einfach normale Beine haben dann. Und so fing's vermutlich an. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie, the treatment is invasive.
but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? It should have been you. Und das war wieder von Adam. Du hast versprochen, dass es ihr gut gehen wird, also irgendwas ist wahrscheinlich mit unserer Frau passiert und wir waren gerade in der Leichenhalle. Es ist schwierig zu folgen, weil hier immer mehrere Storys parallel stattfinden. Aber ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut aufgedröselt. Wir sind im Wald. Ah, hier ist alles sicher. Grün strotzt er daher. Mutter Natur at its finest. Jetzt wird alles gut. Hallo? Ich wollte nur gucken, ob da eine Frau drin liegt. Nein, da offenbar nicht. Alter, diese Tonnen aufzukriegen, das ist einfach so ein... Schön, Sternenhimmel und so, bisschen spazieren gehen, ein mystisches rotes Licht in der Entfernung. Das sind die Sachen, die das Leben ausmachen. Es ist so schwer, diese Tonnen aufzukriegen. Egal. Wir sind der Wolf auf der Pirsch. Der Wolf auf der Pirsch zu Jacks Tattoo Shop. Once in your life, can't you just admit that you're wrong? Hatte Adam das Telefongespräch von hier aus geführt? Könnte natürlich sein. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Ich glaube, das ist wieder der Victor. Es könnte auch Adam sein. Ich bin mir ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sicher. Schwein. Das Reh ist da lang, wir gehen hier lang. Ich glaube, da kommen wir nicht weit, oder? Hier. Das kam ein bisschen überraschend. Okay, wir müssen also folgen, weil sonst passieren schreckliche Dinge. Was? WTF, alte Scheiße. Ich war so froh, so ein bisschen im Wald zu sein und wollte so ein bisschen rumlaufen und jetzt... Oh. Hey!
you. He always gets his prey. Three pairs of eyes, 4 gallons of plasma, 2 hearts, 2 livers, a set of lungs. A pretty decent meal. Warum ist die Tür auf einmal... Ich frage nicht. He's always out there, watching, waiting. Alles klar. Ich ist bestimmt total gesund, da hinzugehen. Alter, ich dachte, der hat so ein blaues Ding auf der Brust. Ich dachte, wir müssen einen Stecker reinstecken. Auf einmal kommt der Hund so. Oh. Warum? Langsam hasse ich Rachel Amber. Am Tresen und der Typ geht hier runter. Ist das hier? Wir sind uns gerade selber hinterhergegangen. Und jetzt suchen wir uns selber auf dem Dachboden, glaube ich. Wir sind über die Tauben, da waren wir nicht drin. Wir jagen uns selbst. Also der entstellte Victor, der wahrscheinlich ein Wolfsjunge, der zur Mordwaffe gemacht wurde. Okay, ich hau mir mal ganz kurz eben... Oh, ich bräuchte doch mal langsam eine RL. Ich würde die gerne... Oh, ich würde die gerne auch mal so nehmen jetzt. Ja, da hat er. Wir sind irgendwo im Nirgendwo im Keller gelandet. Der Werwolf ist immer weg, aber was ist das für ein Viech? Und warum hat es uns, warum hat es denn den Werwolf auch gejagt? Ich dachte, das wäre der Formchanger. Der Werwolf wäre ein Formchanger, bla bla bla. Aber das ist gar nicht der Typ mit den wechselnden Gestalten. Aber es gibt einfach mehrere. So, da geht's raus. Und was ist das da hinten? Jarnischt. Okay, und von da oben ist mal gefallen. Sieht schon sehr gut aus. Okay. Ob wir was im Apartment finden von Victor? Ich glaube nicht. So, die Frage ist nur, wo kommen wir denn jetzt raus? Terren, das sieht nicht gut aus. Radioaktiv. Klar. Sieht mega gesund aus. Radioaktives Zeichen drauf und dann sowas. Da unten geht's weiter. The body shorted out the generator. To get this door open, I gotta restore power. Klar. Und hier unten ist bestimmt auch alles sicher. Ich erwarte hinter jeder Ecke inzwischen eigentlich.
Irgendwas Fieses. So, hier wohnen ist bestimmt auch ein Traum einfach. Ruhige Lage, weil im Keller. Da oben haben wir einen dieser Server schon wieder. Ob hier Leute wohnen? Nee, ne? Andererseits, man weiß es nicht genau. Gut, offline. Control Panel, Power Level. Backup Generator. Ahaha, das wird ja ganz fantastisch. Ich mache erst diesen Hebel hier. Warum mache ich diesen Hebel hier? Never that simple. Achso. Nicht. Dann mache ich erst diesen Hebel hier. Backup Generator in der Mitte. Da steht doch mal in der Mitte. Ist das Ding gut? It's never that simple. Jeder springt automatisch zurück. Okay. Ah, ist klar. Okay, dann zeigt er natürlich einiges. So. Irgendwas Schlimmes wird passieren. Irgendwas Schlimmes wird passieren. Lalalala. Natürlich. Natürlich. Was habe ich übersehen? Ich weiß es nicht. Backup Generator. Alle drei sind eingesteckt, aber steht immer noch offline. Was habe ich übersehen? Wo muss ich denn noch gehen? Hin. Use his busted. I need to find a spare. Natürlich brauchen wir die. In jedem Horrorspiel braucht man immer eine Sicherung. Wo soll ich denn herkriegen? Gibt es hier vielleicht Schubladen? Nein. So. Wenn die Sicherung im Arsch ist. Ja, was ist denn schon dabei? Picked up Sicherung IDA. Hier haben wir noch. Da ist natürlich ein Sicherungskasten mit lauter verschiedenen Sicherungen drin. Na, wen haben wir denn da? Aha, es ist Christoph Madi. So. Hier noch irgendwas? Nein, natürlich. Oh Gott. Nein, natürlich nicht. Okay. Was war das für eine Sicherung? Vier oben und unten, also zwei oben, zwei unten und drei kleine in der Mitte. Ich hoffe, das ist richtig. Schnauze. Ich kann hier gar nichts erkennen. Ich kann hier nichts erkennen. 3SA. Hä? Hier. Also anhand des Lochs da drüben kann ich überhaupt nichts navigieren. Nimm doch einfach alle Sicherungen und probier die durch. Mach das doch. Geil. Die anderen kann ich nicht nehmen. Oh. Ja, dann, ja, klar, das, ja, habe ich genauso genau analysiert und dann habe ich das, gemacht. Wie echte Spieler das eben so machen. Das war ein Kinderspiel. Kätzchenspiel schon fast. So, Control Panel, immer noch offline. So, warten. Und jetzt? Go. Licht brennt. Case Log updated. Was haben wir denn hier? Nichts. Ah, alles klar. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie ein toller roter Schrank, der uns jetzt irgendwie mega Geheimnisse offenbart, aber scheinbar nicht. Und das ist ein Sicherungskasten, der einfach nur so. Im
müssen wir jetzt hier raus eigentlich? Ich gehe mal schnell zurück. Ich weiß manchmal nicht, wo es dann wirklich rausgeht. Und habe dann nämlich Angst, wenn ich jetzt irgendwo Falsches lang gehe, dass ich nicht wieder zurückkomme und andere Sachen nicht mehr finden kann, die ich eventuell noch nicht gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Wenn es irgendeine andere Tür Strom bekommen hat und dahinter ist noch unwahrscheinlich tolle Sache und wir kriegen die nicht mehr zu sehen, weil ich einfach weitergegangen bin vorher schon. Ja, hier sind echt unwahrscheinlich tolle Sachen. Wäre doch schade, wenn er weitergeht. Okay, hier ist die andere Stelle. Okay, gut, aber hätte sein können. Ich stehe auf unwahrscheinlich tolle Sachen, die man dann vielleicht übersieht. Hallo? Ja, natürlich. So, hier. Ein Versuch war es wert.